Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin's, euer Leo, aka Seat. Und heute möchte ich euch mal eine kleine Story erzählen, wie es für mich jetzt war, so gesehen zu wechseln. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe gewechselt. Ich habe meinen Kleriker zwar noch, ich habe ihn nicht gelöscht oder ähnliches, der existiert noch. Aber ich habe mich dazu entschieden, auf Atreya Asmo zu spielen, weil auf Tahabata Elios. Es hat so seine Gründe, weshalb ich da keine Lust mehr habe zu spielen. Das liegt aber auch meistens daran, dass unsere Kumpanen und Mitspieler der Elios-Fraktion vor allem unsere Offis und alles, was darüber hinausgeht, lieber in den Städten oder in Instanzen rumschimmeln, anstelle mal irgendwie PvP zu machen. Ja. So, des Weiteren habe ich, dadurch, dass ich ja sehr viel Solo gespielt habe, auch relativ schlechte Erfahrungen gemacht mit der gegnerischen Fraktion, sei es, ja, irgendwelche Art von Menschen, die es nötig hatten, mit externen Programmen spielen zu müssen, weil sie ansonsten nichts auf die Reihe bekommen haben oder anderweitige Sachen. Gab es einen Tag, das war ein Freitag, das war glaube ich auch on-stream, wo ich dann mich dazu tatsächlich dann umentschieden habe, wo ich dann gesagt habe, wisst ihr was, ihr könnt mich jetzt alle mal, na, ich verziehe mich von hier. Danke für nix und macht es gut und dementsprechend, ja. Habe ich mich dazu dann entschlossen, einmal auf Atreya zu gehen. Da hatte ich zwar schon einen Schaden auch während der Zeit dann angefangen zu leveln. Das war dann der Assas, den wir hier gerade spielen, weil es mir einfach nur dermaßen auf den Sack ging, dass halt da keine Leute waren oder ähnliches. Dementsprechend ja. Und dann an dem besagten Freitag habe ich dann halt mich entschlossen, wisst ihr was, ich spiele jetzt. Ich habe dann auch hier in der Legi, wo ich jetzt bin, habe ich dann am selben Freitag noch den Prick kennengelernt über einen Stream. Der streamt auch, ne? Und habe dann halt ihn gefragt, ob es möglich wäre, ob die auch Lois aufnehmen. Und das war dann auch so. Und dann habe ich halt von Freitag auf Freitag dann gelevelt. Dann war ich Level 50. Na? Und in der Zeit, wo ich gelevelt habe, wurde ich, oh, lass mich nicht lügen, vier, fünf Mal, wenn es hochkam, von irgendwelchen Elios umgeprügelt. Aber ansonsten war das alles eigentlich auch absolut in Ordnung. Na, also ich hatte jetzt da nicht ganz so viele Probleme mit. Na? Ja, von 50 auf 55 war es eigentlich genauso angenehm zu leveln, wie es von dementsprechend 1 auf 50 war. Ich hatte hier definitiv weniger Probleme beim Leveln, was die Elios anging. Und auch generell die Hilfsbereitschaft der Legion war sehr, sehr schön. Also ich fühle mich hier pudelwohl. Es hat absolut alles gepasst. Ich habe hier überhaupt keine Probleme. Und das hat mir auf jeden Fall auch mal nochmal gezeigt, so was eine aktive Legion ausmacht. Und der Discord ist auch sehr belebt. Also es ist halt wirklich sehr angenehm hier, um es mal so kurz zu fassen. Von 50 auf 55 am Patch Day hatte ich zwar auch gestreamt, oder die ersten 2 Tage davon habe ich dann gestreamt vom neuen Patch. Dann bin ich ja krank gewesen, könnte man sagen. Oder ich war krank und hatte dann erstmal eine Woche Pause gemacht, was Streaming und Co. angeht. Habe aber trotzdem halt ein bisschen gespielt. Und auch hier, was Level anging, der Patch Day, der war absolute Katastrophe. Aber auch da bin ich, glaube ich, bis auf 52 oder so gekommen. Ja. Und es hat dann halt auch immer ein bisschen gedauert und gedauert und gedauert. Und dann hatte ich auch Talox-Höhle, hier oben. Da ist tatsächlich so gesehen Stahlhake 2.0. Na, aber es macht auch verdammt viel Spaß da drin. Also ich finde, es ist halt wirklich eine Instanz wie Stahlhake. Na,
Und es ist halt jetzt auch nicht so das Problem da drinne. China kann man da gut drinne machen. XP-technisch ist das auch relativ lohnenswert. Aber ansonsten habe ich da ein bisschen gefettfingert. Ich habe da halt in der Woche dann halt komplett durchgesuchtet, hatte dann vergessen, meine Stigma-Quest zu machen und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen war das halt wirklich nicht so das Problem. Na. Naja, im Großen und Ganzen würde ich das Feedback geben. Hier auf Atrea Asmo Seite ist definitiv was los. Ihr habt das ja schon gesehen. Hier auch der Eli-Chat, der geht ja die ganze Zeit an. Na. Dementsprechend. PvP habt ihr hier auf jeden Fall auch mehr als genug, wenn es euch an PvP mangeln sollte. Na. Problem ist halt meistens, dass ihr halt immer 1 gegen X spielt, wenn ihr solo unterwegs sein solltet. Aber PvP-technisch habt ihr auf jeden Fall hier jetzt auch ein bisschen was zu tun, ne? Ja. Wie sieht denn mein Feedback im Generellen jetzt mal zu Aion derzeit aus? Mehr oder ihr wisst es ja, zumindest die mich in den Streams verfolgt haben, auf Elios Seite war der Spaß an Aion so gesehen komplett verschwunden. Also das war wirklich, ich habe eigentlich nur Aion gestreamt, weil ihr halt dann da wart. Ja, und darüber habe ich mich immer gefreut, wenn ihr da wart. Aber der Spielspaß von Aion an sich war so gesehen nicht mehr existent. Ich habe eigentlich es nur gemacht gehabt, weil ihr in der Hinsicht dann da wart. Ja. Jetzt, wo ich dann halt den Asa hochgelevelt habe, kam dann auch wieder der Spielspaß zu Aion wieder. Dann habe ich eine neue Legion gehabt hier, wo ich mich auch wieder wohlfühle, wo auch wieder der Spielspaß wieder zurückkam und so weiter und so fort. Ja, es gibt halt auch ein paar Sachen, so wie jetzt hier auf Asmo-Seite. Ich habe keine Ahnung, wie du an China kommen sollst, ne? Vor allem jetzt mit 55. Du kannst Sellruns machen. Also es gibt genug Möglichkeiten, wie du an China kommst. Aber sag ich mal so, einer wie ich jetzt, der halt sehr viel auch alleine unterwegs ist und vor allem sehr viel auch alleine in der Open World unterwegs ist, kenne ich halt hier leider auf Asmo-Seite halt keine guten Farm-Spots, die man nutzen könnte. Die Sache ist, hier oben in Nunglak-Ruinen kannst du zwar farmen, kannst auch AP farmen. Problem ist, da können auch die Ilios hin. Die zweite Sache ist hier den Strigik-Wald. Da kannst du farmen. Habe ich auch schon ein bisschen gemacht. Lohnt es sich eher nicht so. Du kannst hier auch ins Dorf gehen. Problem ist, dass das alles Elite da und meistens hast du immer 2, wenn sogar im Worst Case 3 oder 4 Elite am Arsch. Die sind zwar 51, aber nur weil sie 51 sind, heißt es nicht, dass das nicht wehtut. Ne? Des Weiteren bin ich auch schon Arena gegangen. Ne? Wie man hier, sag ich mal, am Skin unschlecht erkennen kann. Ne? Ich kann es euch ja einmal so zeigen. Ne? So, wartet mal. Hier, machen wir das mal weg. Ne? So. Das ist das Feuerprobengear. Hier Feuerprobe. Oh, auch hier den Dolch habe ich schon. Und halt die Hose, wenn du 5-mal Udas gelaufen bist, links und rechts. Ja gut. Auch PvP-technisch läuft es bei mir mehr oder weniger ganz in Ordnung. Ich habe hier jetzt, ich ziehe mal mein PvP-Gear an. Ich habe mir ja den Gürtel früher geholt gehabt bei 1.9. Habe mir dann die Ringe noch besorgt, als auch den O-Ring. Was ich mir natürlich geleistet habe, weshalb ich 44k AP in den Sand gesetzt habe, erzähle ich euch natürlich jetzt auch. Das ist dieser wundervolle Ring und ihr seht schon, der hat Magieversteckung, Magiepräzision drauf. War mein Fehler, aber er hat 1,6 PvP Attack und das ist die Hauptsache, die ich erstmal haben möchte. Ja. Das ist so gesehen die Sache. Ne? Aber ansonsten ist das alles physisch. Ja, da habe ich jetzt extra nochmal drauf geachtet. Ich könnte auch zwar auch ein Ticket schreiben und sagen, hey, ich würde gerne einmal bitte abändern. Ne? So. Skin-technisch hat der jetzt gerade nicht ganz so viel. Ihr seht es hier gerade mit den Flügeln. Ich kann es euch ja gerne noch einmal zeigen. Ja, das ist so. Ja. Der hatte ich mir geholt gehabt für 2,1 Millionen, na, weil die alten Flügeln, die man ja kriegt hier, die hier, ja gut, die sind jetzt geskinnt, das sind halt die Reshanta PvP-Flügel, na,
dementsprechend die schwarz-blauen und die wollte ich halt nicht mehr haben. Ja, aber ansonsten bin ich relativ zufrieden hier auf der Asmo-Seite und auch was das Level anging, fand ich es definitiv angenehmer wie auf der Elios-Seite. Na, ich habe auch die ganzen Spion-Quests versucht mitzumachen und das war auch definitiv angenehmer als auf der Elios-Seite. Na, dementsprechend, ich möchte euch jetzt nicht sagen, dass die Asmo-Seite um einiges besser ist als die Elios-Seite. Ich bin halt immer noch so gesehen gebürtiger Elios-Spieler. Ich habe über 10 Jahre oder vor 10 Jahren zwar mit Asmo angefangen, aber das ist auch schon ewig und 3 Tage her, habe dann auch wieder Elios gespielt. Auch auf den ganzen Privatservern Elios, Asmo, eigentlich habe ich alles gespielt. Aber es geht ja darum, ihr kennt das ja bei mir aus den Streams, ich spiele das, was mir Spaß macht. Und wenn mir Asmo Spaß macht, dann spiele ich halt Asmo. Wenn mir Elios Spaß macht, spiele ich halt Elios. Na, und das ist so gesehen die Hauptsache und das predige ich euch ja auch immer. Spielt das, was euch Spaß macht und nicht das, wohin ihr genötigt werdet. Na. Dementsprechend sage ich auf jeden Fall mal vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Schreibt mir mal gerne mal ein paar Farmspots aus der Open World jetzt mal in die Kommentare, wenn ihr welche kennt. Dann werde ich die natürlich testen und dazu dann auch, wenn sie Wrath sind, so wenn man da ein bisschen China mitmachen kann, natürlich auch ein Video zu machen. Ansonsten vielen Dank, besucht mich in den Streams. Ich habe neue Streamzeiten, die findet ihr auch auf meinen Instagram-Account. Wenn ihr da, sag ich mal, streamzeittechnisch Memes oder ähnliches nicht verpassen wollt, dann schaut da gerne auch mal vorbei. Na, dann sage ich vielen Dank, macht es gut, bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö.